So, meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer aktuellen Elevator-Vlog-Folge. Der Postbote hat wieder an uns gedacht. Ich weiß auch nicht, was da genau abläuft, warum und wieso, weshalb. Freut euch einfach darüber, wir freuen uns auch, denn wir haben jetzt den Numark NV hier, ganz exklusiv für euch zum Antesten. Das ist der erste Serato DJ-Controller, der über eingebaute Displays verfügt und verspricht daher komplett Laptop-unabhängiges Arbeiten oder Rechner-unabhängiges Arbeiten. Natürlich braucht ihr immer noch einen Rechner, das ist ganz klar. Es ist nach wie vor ein Controller. Aber wenn wir uns das hier einmal anschauen, im Test, auch hier sei gesagt, das Ding haben wir eben erst ausgepackt, einmal direkt angeschlossen, das muss auch gleich wieder weiter. Aber im Test, was uns als erstes auffiel, man schaut wirklich wenig auf den Rechner. Wenn ich jetzt hier einfach mal meine Sektion hier durch die Gegend springe, ich gehe jetzt mehr auf Lord. Da kann ich einen Track, wie man das eben kennt, reinladen. Nehme ich mal hier ein. Was zur Hölle? Nehme ich mal hier auf Lord. So, habe ich den Track hier ganz normal reingeladen. Auf View kann ich die verschiedenen Ansichten ändern. Die Wellenformansicht, das gefällt mir auch wirklich gut. Das sieht wirklich gut aus. Da ist wirklich nichts zu meckern oder auszusetzen. Man vermisst den Bildschirm auch gar nicht. Das ist uns direkt aufgefallen, als wir uns da ein bisschen mit beschäftigt haben. Ansonsten, wie man das eben jetzt von der neuen Numark-Reihe eben entsprechend auch kennt, das übersichtliche Mixer-Layout, was ihr hier in der Mitte findet. Ich kann ja nochmal den Beat laufen lassen, wo er einen separaten Filter pro Kanal verfügt. Entsprechend auch mit der Filter-Roll oder mit der TouchFX-Funktion, wo ich mit gleich auch mit der TouchFX, wo ich dann entsprechend mit Tastendruck quasi das Ausblenden per Handgriff erspare. Ansonsten, was auch sehr nett ist, was auch direkt von dem Gerät sich aus bedienen lässt, ist die gesamte Effektsektion. Ich habe jetzt hier ein Tape-Echo drauf. Zuweisung. Das funktioniert alles auch ziemlich automatisch. Ich kann das auf Shift mir meine neuen Effekte auswählen. Auch da brauche ich den Bildschirm nicht. Pitch Fader, wo wir jetzt gerade schon in dieser Sektion angekommen sind, der ist schön schwergängig. Das gefällt auch recht lang. Also auch für Freunde des manuellen Beatmatchens haben wir hier auch die BPM-Anzeige. Jogwheel hätte für meinen Geschmack vielleicht sogar eine Nummer größer sein können. Oder vielleicht ganz weg. Das ist ja auch der Trend, wenn man so ein bisschen beobachtet, was vielleicht da in naher Zukunft kommen mag. Vielleicht werden wir Jogwheels gar nicht mehr sehen. Aber so ist es ein nettes Utensil, womit man nämlich seine Tracks sucht. Ich denke, zum Scratchen sind da wieder andere Controller vielleicht vorrangig besser geeignet. Gehen wir mal hier weiter durch. Ansonsten haben wir hier oben eine Pad-Sektion, eine recht umfangreiche. Da kann ich mir meine Cue-Punkte setzen. Das gefällt mir auch sehr gut. Und Triggerverhalten von den Pads. Da gibt es auch nichts Negatives auszusetzen. Gefällt mir auch sehr gut. Ansonsten, wie man das eben auch kennt, habe ich den Loop, den ich hier anwählen kann. Ich kann den Sampler antriggern, einen Slicer. Ja, also das Controller rundum Sorglos-Paket, sage ich mal. Plus eben mit den eingebauten Displays. Das war so ein kleiner Vorabcheck. Ich sehe hier schon den Postmann winken. Der will das Gerät direkt wieder einpacken. Oktober? Numark NV? Hey! Jörg, Numark NV, wann kommt der? Erste Oktoberwoche. Erste Oktoberwoche. Dann auch bei uns im Shop anzutesten. Jetzt macht der Postmann, wie gesagt, Druck. Wir müssen es wieder einpacken. Ein kleiner Vorabcheck. Spannendes Konzept. Wir sind gespannt, was da zukünftig noch zu erwarten ist. Das war's von dieser Woche. Bis zur nächsten Woche.